Wir sind hier auf der Grünen Woche, genau in der Biohalle. Und zwar haben wir hier einen großen Stand, Sie sehen das im Hintergrund, vom Bundesprogramm Ökologischer Landbau und andere Formen nachhaltiger Landwirtschaft. Das ist ein Bundesprogramm des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft. Dieses hat zum Ziel, den Ökolandbau zu stärken und auszubauen. Wir wollen ja das Ziel erreichen, 20% der Fläche, ökologisch bewirtschafteter Fläche, bis 2030 zu erreichen. Das hört sich gut an. Das hört sich sehr gut an. Ja, und dieses Bundesprogramm hat auch zum Ziel, andere Formen nachhaltiger Landwirtschaft, also darüber hinaus nicht nur den Ökolandbau, sondern andere nachhaltigkeitszertifizierte Betriebe mitzunehmen, auf dem Weg mehr Nachhaltigkeit in die Landwirtschaft zu bringen. Was hat es denn mit dem Thema, mit der Thematik der Vielfältigkeit auf sich? Genau, das ist unser Thema hier an diesem Stand in diesem Jahr. Und zwar der Ökolandbau ist ja als ressourcenschonende Bewirtschaftungsform in der Lage, möglichst viel Vielfalt zu erreichen. Biodiversität eben mal zu stärken, weiterzubringen, Bodenfruchtbarkeit. Und das ist unser Thema. Unser Thema ist Vielfalt, jetzt heute Morgen im Blogger-Workshop, das muss man ja auch sagen. Ja, genau. Schwärmen und schmecken, und zwar im Vielfaltsgedanken. Hat Schwärmen in dem Fall auch was mit Bienen zu tun? Natürlich. Also Bienen sind ganz ausschlaggebend die Insekten, die eben halt unsere Kulturen bestäuben. Dazu gehören natürlich auch andere Bestäuber noch mit dazu. Sonst gäbe es viele Kulturen überhaupt gar nicht. Also gerade Apfel zum Beispiel im Obstbau. Wir hätten fast gar keine Obstkulturen mehr. Und deswegen ist das so wichtig, dass wir das auch unterstützen, den Ökolandbau, der als ressourcenschonendste Form diese Insekten mit unterstützt. Und wir haben ein riesen Maßnahmenprinzip, und wir waren ja eben kurz dabei, also im Blogger, wir gucken ja gleich auch nochmal rein bei den Bloggern zum Thema Vielfalt und unterschiedliche Workshops. Da bedanke ich mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen. Es war sehr nett, mit Ihnen zu sprechen. Wir werden es in die Welt hinaustragen. Vielen Dank.